Ja, guten Morgen. An meiner Seite Sebastian Borik, der Chef von der Founders Foundation. Es ist die dritte Hinterland of Things. Ist man da schon abgebrüht? Nee, ein bisschen routinierter, aber immer noch aufgeregt. Für uns ist das immer ein besonderer Event, weil wir ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten. Neben unserer anderen Arbeit, Gründer hier in die Region zu holen und auszubilden, ist das natürlich so ein Highlight, wo eigentlich das, was wir tagtäglich machen, ein bisschen sichtbarer wird für andere Menschen. Wir haben 1300 Gäste, die wieder von überall herkommen, die auch die Region kennenlernen wollen. Und deswegen ist es so ein, ja, routiniert ein bisschen. Wir wissen, was kommt, aber wir sind noch aufgeregt und total dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt für uns alle. Fridays for Future hat sich angekündigt. Bisschen Angst, bisschen Mangel? Nein, ich freue mich über Fridays for Future. Ich finde das ganz toll, dass junge Menschen für etwas protestieren. Das ist ein wichtiges Thema. Die haben das auf die Agenda gesetzt, auch für uns. Wir unterstützen ja Unternehmer und Unternehmertum und wir denken, mit unternehmerischem Denken und Ideen kann man die globalen Probleme lösen, insbesondere den Klimawandel. Für uns ist es eigentlich eine sehr unterstützende Sache und das gehört eigentlich auch dazu und deswegen finden wir das eigentlich gut. Klimawandel, gibt es ja noch ein anderes Thema zurzeit in den Medien, Coronavirus, kam ja auch gestern aus China. Ja, wir haben einen Gast aus China, der musste leider absagen wegen dem Coronavirus. Das ist der Vorstandschef von Byton, also ein Elektrikauto, ähnlich wie Tesla. So, I came to the point that I said I want to change mobility. And I want to change mobility for good, for the better. I have a vehicle that's electric and you just unlock it and you drive through the traffic jam and you actually save a lot of time and you it's kind of surfing a little bit. Gibt's mittlerweile Autos für weniger Geld zu leihen, als wenn man jetzt beim Lawrence, der gerade hier war, und hier ist er auch bei euch angeschlossen, wenn man dann einen Roller leiht. Also der Roller ist teurer als das Auto. Wie kann das denn sein? Sustainable and not fast food, fast fashion, fast driving and... Auf einer Startup-Konferenz sollte man auch mit Startup-Unternehmern reden. Finn Schönefeld, kannst du kurz erklären, was du machst? Ja, ich habe Lieblingskapital vor mittlerweile 5 Jahren gegründet. Lieblingskapital ist eine Plattform für Investitionen in Sachwerte. Und ich glaube, das wichtigste Element ist, dass wir eine Software haben, die Ineffizienzen in Märkten für Sachwerte aufdeckt. Uhren, Weine, Diamanten, Immobilien. Und davon profitieren wir. Und hat dich schon reich gemacht? Nein, reich hat sie mich nicht gemacht, aber ich freue mich, dass wir mehr Transparenz in den Markt bringen und so auch den Endkunden dabei helfen, einen faireren Preis im Verkauf zu erzielen. Was bringt es dir, dass du hier die Mieles, den Christmann von Oetker, den Bogelchef, den Chef von Seitensticker treffen kannst, den Chef von Alcina? Was bringt es dir? Ja, es ist eine Inspiration und auch eine Motivation, weil man natürlich irgendwann auch in einer ähnlichen Position sein will und durch den direkten Austausch hat man schon noch den einen oder anderen Kniff, den man mitbekommt, den man in seinem täglichen Alltag dann gut umsetzen kann. Und wie siehst du die etwa 400, 500 Demonstranten, die heute für das Klima demonstrieren? Ja, ich muss sagen, ich finde es genau richtig. Ich als junger Mensch finde, dass das Thema oft viel zu vernachlässigt wird. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen hier an den Mittelstand, dass was passieren muss. Dennoch würde ich mich freuen, wenn der Dialog mehr gesucht wird an der einen oder anderen Stelle, weil ich glaube, dann würden wir alle mehr davon profitieren. Ja, das ist auch mein Eindruck. Man redet ein bisschen aneinander vorbei. Danke.